Willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir wollen euch heute die mobile und kostenfreie Anwendung von Cosmopol vorstellen. Das ist ein Online-Shop, in dem ihr zum Beispiel Geschenkboxen, Geschenkabos, aber auch vieles mehr kaufen könnt aus vielen verschiedenen Regionen. Also es handelt sich eigentlich dort meistens um Souvenirs, aber es gibt auch ein paar weitere Produkte. Und wir wollen euch heute die mobile Anwendung zeigen. Die gibt es hier für Android. Wir haben das hier auf einem Android-Tablet. Funktioniert natürlich auch auf Smartphones. Und auf der Startseite werden direkt so ein paar Produkte angezeigt, die häufig gekauft wurden, die gerade im Angebot sind. Also das entscheidet immer der Online-Shop, was hier auf der Startseite quasi so hervorgehoben wird. Aber es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten, sich dann den einzelnen Produktseiten zu nähern. Zum Beispiel gibt es hier oben eine Menüleiste, wie ihr seht, hier Region, Produktwelt, Geschenkboxen, Geschenkabos, Geschenktipps und Neu. Und da kann man natürlich jetzt sich überlegen, was einen interessiert. Da gehe ich einfach mal auf Regionen und dann öffnet sich hier so ein kleines Menü, das muss noch nachladen. Und da kann man dann sagen, in welcher Region man denn Interesse hat. Zum Beispiel hier, nehmen wir einfach mal Osteuropa hier als Beispiel. Ihr müsst natürlich selber entscheiden, was euch da interessiert. Und hier bekommt man jetzt schon Dekoartikel. Aber es geht natürlich noch weiter. Bei einigen Sachen sind auch Fotos mit dabei. Hier ist eine My Europa Geschenkbox und die lassen uns doch einfach mal öffnen. Ja, so sieht dann so eine Detailseite aus und bekommt da oben links meistens ein Foto oder sogar mehrere hier in diesem Falle. Da kann man hier den Preis einsehen, das Ganze zu den Favoriten hinzufügen, also auf eine Merkliste, Einkaufsliste speichern oder auch direkt in den Warenkorb legen. Und dann gibt es hier noch so ein paar Möglichkeiten, sich ein bisschen zu informieren. Hier zum Beispiel Beschreibung, die Eigenschaften gibt es hier zum Produkt oder auch die Bewertungen, falls welche vorhanden sind. Und ja, im Warenkorb haben wir es jetzt. Ich gehe jetzt mal auf zurück, denn wir gehen nochmal hier in eine andere Kategorie rein, zum Beispiel Produktwelt. Öffnen wir mal und wir gehen mal auf Top-Produkte und dort müsste man jetzt eigentlich so die Bestseller finden. Also jetzt hier, weil es gerade war, natürlich Valentinstag, eine Geschenkbox und sonst ja auch was mit Valentinstag, Weltreise, Schoko-Weltreise. Das hört sich auch cool an. Gehen wir auch mal in den Warenkorb. Und ja, so sieht das eigentlich immer aus. Die einzelnen Detailseiten sind an sich gleich aufgebaut. Aber es gibt noch ein paar mehr Möglichkeiten mit dieser mobilen Anwendung. Hier oben links seht ihr schon eine Suche. Ihr müsst also hier gar nicht vorgehen nach den Kategorien. Ihr könnt auch, wenn ihr direkt wisst, was ihr wollt, direkt die Suche hier starten. Und an der Leiste, an der Seite, wie ihr gerade schon gesehen habt, wahrscheinlich gibt es noch ein paar Möglichkeiten. Hier kann man zum Beispiel direkt wieder zurück auf die Startseite. Man kann hier den Warenkorb öffnen. Das wollen wir natürlich mal machen. So sieht das Ganze aus. Jetzt wird der Inhalt des Warenkorbs geladen. Der Preis wird angezeigt, man kann dort noch einen Gutschein einlösen, falls ihr einen von uns habt. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, hier unten rechts direkt zur Kasse zu gehen und von unterwegs einzukaufen und den Einkauf abzuschließen. Danach gibt es noch die Merkliste. Es gibt zusätzlich die Möglichkeit, sich einzuloggen. Falls man sich jetzt sagt, ja, ich möchte das bestellen, kann man sich anmelden oder registrieren, je nachdem, ob man schon einen Account hat. Und dann den Einkauf direkt von unterwegs abschließen. Es gibt hier noch die Zahlungsarten. Da wird dann aufgelistet, was hier bei Cosmopol alles unterstützt wird. PayPal, Visa, Lastschrift und Rechnung. Also ist, denke ich, alles mit dabei. Versandkosteninformationen kann man sich noch abrufen und unten gibt es noch ein paar Informationen zur Anwendung. Zusätzlich gibt es oben rechts nochmal ein paar Verknüpfungen, nochmal zum Warenkorb, zum Impressum und nochmal der Login-Bereich. Aber insgesamt ist das auf jeden Fall eine gute mobile Version von der Internetseite. Man kann alle Produktseiten abrufen und das Ganze ist auch relativ übersichtlich gehalten. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.